Guten Tag, die Damen und Herren. Ich begrüße Sie alle zu unserem heutigen Gemeinderatsausschuss wegen der Erbauung des neuen Freibads in Tübingen. Ich habe mir schon ganz viele Gedanken gemacht und weiß schon genau, wie das Freibad aussehen soll. Wenn Sie noch Vorschläge haben, dann können Sie die gerne einbringen. Hier wäre ein ruhiges Schwimmbecken nur für Schwimmer. Daneben dann eine großzügige Liegewiese, auf der wir uns gemütlich ausruhen können. Das wäre die Lösung. Das ist perfekt durchdacht, um sich von dem stressigen Arbeitsalltag zu erholen. Und dann stimmen wir heute direkt ab. Die Kinder und die Jugendlichen fragen wir am besten erst gar nicht. Oh Die wollen dann nee. sicher wieder irgendwelche verrückten Wasserrutschen oder so etwas. Wer ist denn das? Ist das nicht eine vom UN-Kinderrechtsausschuss? Moment mal, so geht das aber nicht. Die UN-Kinderrechtskonvention setzt in Artikel 12 Absatz 1 fest, dass junge Menschen unter 18 Jahren am politischen Dialog partizipieren dürfen. Es heißt, dass Kinder und Jugendliche ihre Meinung äußern dürfen und diese Meinung auch in angemessener Weise berücksichtigt werden muss. Und außerdem hat die EU das für so wichtig gehalten, dass eine EU-Jugendstrategie entstanden ist für mehr Jugendpolitik. Ja, und was heißt das jetzt für unser Freibad? Wir sind ja eine Stadt von vielen. Auf eine Stadt hat ja das Völkerrecht keinen Einfluss. Da halten sich doch nicht alle Länder dran. Wow, die Bundeskanzlerin! Das haben Sie aber falsch verstanden. Deutschland bekennt sich zu der Beteiligung von Jugendlichen. In der 18. Legislaturperiode wurde im Koalitionsvertrag die eigenständige Jugendpolitik festgehalten und in die Jugendstrategie des Bundesjugendministeriums aufgenommen. Das klingt ja sehr interessant. In Deutschland gibt es auf Bundesebene eine Basis für die Beteiligung aller Menschen. Im Grundgesetz in Artikel 5 ist das Petitionsrecht festgeschrieben und in Artikel 17 das Recht auf freie Meinungsäußerung. Und das gilt für alle Menschen, also auch für Kinder und Jugendliche. Aber es geht noch weiter. Im SGB 8, Paragraph 8 und Paragraph 11 heißt es unter anderem, dass Jugendlichen entsprechend ihrem Entwicklungsstand an allen Entscheidungen der öffentlichen Jugendhilfe zu beteiligen sind, die sie betreffen und dass ihnen Angebote der Jugendarbeit zur Verfügung gestellt werden, die von ihnen mitbestimmt werden. Zum Glück bauen wir kein Jugendhaus, sondern ein Freibad. Und es gibt ja auch noch das Baugesetzbuch. Da sollten Sie mal die Paragraphen 1, 3 und 137 lesen. Das Gesetz spricht nicht von Kindern oder Jugendlichen, aber von der Öffentlichkeit oder von den Betroffenen. Und das sind Kinder und Jugendliche ganz sicher, besonders bei der Planung eines Freibades. In Paragraph 1 Absatz 6 Satz 2 und 3 heißt es, dass schon bei der Aufstellung der Bauleitpläne zu berücksichtigen ist, was die Bedürfnisse der Bewohner sind, unter anderem die sozialen und kulturellen Bedürfnisse und die Belange von Sport, Freizeit und Erholung. Da werden die Bedürfnisse von Familien und jungen Menschen sogar besonders betont. Und diese Bedürfnisse der jungen Leute können nur erkannt werden, wenn sie auch an den Plänen beteiligt werden. Das finde ich jetzt aber echt spannend, was sie da sagt. Das könnte doch wichtig für uns sein. Ich bin auch noch nicht fertig. In Paragraph 3 des Baugesetzbuches heißt es, dass die Öffentlichkeit darüber informiert werden muss, wenn für ein Gebiet eine Neugestaltung oder Entwicklung geplant wird. Und, jetzt bitte ich Sie alle um Ihre Aufmerksamkeit, dass der Öffentlichkeit auch Gelegenheit gegeben wird, sich zu äußern und mitzuerörtern. Und Kinder und Jugendliche sind auch Teil der Öffentlichkeit. Das steht sogar nochmal extra in den Paragraphen. Und nicht nur das. In Paragraph 137 heißt es sogar, dass eine Sanierung nicht nur frühzeitig mit Betroffenen erörtert werden muss, sondern die Betroffenen sogar bei der Sanierung und anderen baulichen Maßnahmen mitwirken können. Sie sehen also, dass es gesetzlich vorgeschrieben ist, dass Kinder und Jugendliche in Bauvorhaben, die sie betreffen, einzubinden sind. Und das heißt nicht, dass sie irgendwelche Informationen im Nachhinein bekommen, sondern dass sie aktiv teilhaben können. Und das, meine Damen und Herren, möchte ich nochmal betonen. Als Bundesgesetz ist das Baugesetzbuch und die anderen Gesetze, über die ich gesprochen habe, der Rahmen für die Gesetzgebung der Länder und müssen von allen Ländern umgesetzt werden. Der Bund sagt viel, aber vielleicht machen wir das in unserem Bundesland in Baden-Württemberg anders.
Also jetzt habe ich gerade gehört, worüber Sie sprechen. Und da muss ich doch mal sagen, die Bundesgesetze gelten für alle Länder. Und die Länder müssen dann schauen, wie sie das umsetzen. Das haben wir natürlich auch gemacht in Baden-Württemberg. Wir haben deshalb extra eine Gemeindeordnung erlassen, die Gemeindeordnung Baden-Württemberg. Und die schreibt den Kommunen in Baden-Württemberg unter anderem die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen vor. Diese Vorschrift finden wir in Paragraph 41a der Gemeindeordnung in Baden-Württemberg. In Absatz 1 heißt es, dass die Gemeinde Kinder bei Planungen und Vorhaben in angemessener Weise beteiligen soll, wenn die Vorhaben ihre Interessen berühren. Bei Jugendlichen ist das Gesetz sogar noch strenger. Da heißt es nicht, dass die Gemeinden sie daran beteiligen sollen, sondern dass sie sogar beteiligt werden müssen. Außerdem heißt es in Absatz 2, dass die Jugendlichen die Einrichtung einer Jugendvertretung beantragen können. Da steht genau, wie viele Unterschriften Jugendliche von anderen Jugendlichen gesammelt haben müssen, damit die Gemeinde über den Antrag entscheiden muss und die Jugendlichen dafür auch anhören muss. Die Zahl der Unterschriften variiert natürlich je nach der Größe der Gemeinde, sonst wäre es unfair. Lesen Sie das doch selber mal nach. Es steht alles in Paragraph 41a der Gemeindeordnung. In Absatz 3 und 4 wird dann auch noch mehr darüber gesagt, welche Rechte die Jugendvertretung hat. Aber wie genau soll denn die Beteiligung der Jugendlichen jetzt aussehen? Irgendwie ist das Gesetz da ziemlich schwammig. Ja, da muss ich dann doch noch mal kurz ausholen. Baden-Württemberg ist ja nicht das einzige Bundesland mit einer Gemeindeordnung, sondern alle Länder haben solche Gesetze. Nur heißen sie natürlich nicht immer Gemeindeordnung und sind auch nicht immer gleich aufgebaut. Andere Namen sind zum Beispiel auch Landesverfassung oder Bezirksverwaltungsgesetz. Das hängt immer vom Bundesland ab. So, und bevor ich Ihnen jetzt sage, was genau das für die Beteiligung der Jugendlichen heißt, schauen Sie sich doch erstmal die Liste von den Landesgesetzen der verschiedenen Bundesländer an. So können Sie wissen, auf welche Gesetze Sie achten müssen, je nachdem, in welchem Bundesland Sie sich befinden. In diesen Ländergesetzen werden den Gemeinden unterschiedliche Vorschriften über Partizipation gemacht. In Baden-Württemberg ist vorgeschrieben, dass es eine Partizipation von Kindern geben soll und von Jugendlichen geben muss. Wie genau das aussehen soll, kann in den Ländergesetzen bereits enthalten sein. Es kann Vorschläge geben oder den Gemeinden wird die Umsetzung selber überlassen. In manchen Landesgesetzen gibt es auch eine Verordnungsermächtigung, damit sich die Gemeinden danach selber Verordnungen und Satzungen geben. Sie betrifft ja nun die Gemeindeordnung in Baden-Württemberg, weil sie der Gemeinderat von Tübingen sind. Und im Paragraphen 41a, den ich ja schon angesprochen habe, gibt es in Absatz 1, Satz 3 einen Umsetzungsvorschlag. Es heißt nämlich, dass die Gemeinde einen Jugendgemeinderat oder eine andere Jugendvertretung einrichten kann, um die Jugendlichen zu beteiligen. In Satz 2 gibt es außerdem die wortwörtliche Anweisung an die Gemeinden, Beteiligungsverfahren zu entwickeln, die für die jeweilige Gemeinde geeignet ist. Vielleicht schauen Sie doch mal nach, ob Ihre Gemeinde sich nicht selbst eine Verordnung gegeben hat, um diesen Paragraphen umzusetzen. Und wenn nicht, dann liegt es jetzt an Ihnen. Die Gemeindeordnung von Baden-Württemberg sagt jedenfalls klar, dass Sie die Kinder bei dem Bau des Freibads beteiligen sollen und die Jugendlichen sogar beteiligen müssen. Einen schönen Tag Ihnen noch. Ich sehe schon, das kann nicht gut ausgehen. Wenn wir die Jugendlichen nicht beteiligen, vielleicht beschweren sie sich dann. Dann müssen wir wieder alles ändern. Aber wie ist das denn jetzt mit unserer Gemeinde Tübingen? Jetzt habe ich es verstanden. Die Gemeinden und Kommunen müssen Strukturen schaffen, um die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen zu ermöglichen. Und die Gemeinde Tübingen hat sich selbst Verordnungen und Satzungen gegeben, um die Strukturen zu ermöglichen. Tübingen hat viele Satzungen. Und auch eine Satzung zur Einrichtung eines Jugendgemeinderats. Davon hat mein Sohn mir erzählt. In der Präambel heißt es, Politik für Jugendliche zu machen, heißt, Politik mit Jugendlichen zu machen. Und danach wird festgesetzt, dass ein Jugendrat aus gewählten Vertretern der Jugendlichen gebildet wird.
Und natürlich trifft der Jugendgemeinderat nicht alle Entscheidungen alleine, sondern erstmal ist es dann wichtig, dass die Gemeinde auch darüber hinaus mit Einrichtungen zusammenarbeitet, die Kinder und Jugendliche schon beteiligen. Zum Beispiel mit Hilfe von dem Kreis Jugendring und seinen Mitgliedsverbänden in Tübingen. Da finden sich sehr viele Einrichtungen der Jugendarbeit, die über den Kreis Jugendring vernetzt sind oder über die Fachabteilung Jugendarbeit in Tübingen. Und auch der Jugendgemeinderat greift dann auf diese Einrichtungen zurück und findet selber noch Formen, um möglichst noch viel mehr Jugendliche an dem Vorhaben zu beteiligen. Da wären dann zum Beispiel Online-Ideensammlungen und Abstimmungen möglich. Aber in den Möglichkeiten und in der Kreativität sind den Gemeinden ja keine Grenzen gesetzt. So können Jugendliche auch an Entscheidungen, die sie betreffen, teilhaben. Das heißt, wir haben in Tübingen ja schon alles, um die Kinder und Jugendlichen zu beteiligen. Ach, wozu denn diese ganzen Gesetze? Aber das ist doch ganz logisch. Durch die Beteiligung werden viele weitere Schritte der Planung einfacher, weil wir sagen können, was uns wichtig ist. Und außerdem haben wir auch echt gute Ideen. So werden wir als Selbstständige mit einbezogen und das bringt der ganzen Stadt ja was, weil wir sind die Experten dafür, was Leute in unserem Alter wollen und wann die Stadt für uns attraktiv wird. Deshalb gibt es diese Gesetze, weil dann können wir, wenn die Fachkräfte uns nicht berücksichtigen, die Planungen im Nachhinein in Frage stellen, wenn wir erklären, nicht einverstanden zu sein und auch nicht beteiligt worden zu sein. Ich muss zugeben, das klingt sinnvoll. Perfekt! So, dann will ich euch gleich mal sagen, wie ich mir mein Freibad vorstelle. Am besten gibt es ein Becken mit einer richtig schnellen Rutsche und dann... Langsam, langsam. Wir werden nun erst einmal die Vorstellung der Öffentlichkeit über das Freibad einholen. Und der Jugendgemeinderat kann die Strukturen in Tübingen nutzen, die es schon gibt, um Kinder und Jugendliche zu beteiligen und dann daraus einen Plan erstellen, wie sie sich das vorstellen. Wir machen das auch. Dann finden wir sicher eine gute gemeinsame Lösung für uns und für die Einwohner in Tübingen. So dauerte es noch einige Zeit, bis die Partizipation der Öffentlichkeit, unter anderem auch der Kinder und Jugendlichen, eingeleitet und ausgewertet wurde. Schließlich konnte der Gemeinderat eine Entscheidung treffen, dieses Mal aber auf einer legitimierten Grundlage. Das ist doch ein super Kompromiss zwischen unseren Vorstellungen. So können wir das wirklich planen.